Jacqueline, du hast lange Zeit in Jägersburg gespielt, dann 3 Jahre in Saarbrücken. Was verbindest du mit der SVE? Also in erster Linie sehr viele Spiele, da ich mit den Jungs von Jägersburg, bei denen ich sehr lange gespielt habe, sehr oft gegen Elversberg auch ran musste und wir öfters mal Niederlagen einstecken mussten, aber das gehört dazu und die Männerabteilung von der SVE macht eine super Arbeit, die Jugendarbeit ist super und deswegen glaube ich auch daran, dass das Projekt Frauen der SV Elversberg auch super wird. Was willst du in das Projekt SV Elversberg einbringen? Gute Frage. Also erstmal durch meine Schnelligkeit, meine Wendigkeit, meine Zweikampfstärke denke ich, dass ich vielen Gegnern, Stürmern das Leben etwas schwerer machen kann. Dann mal schauen, was ich da einbringen kann. Du machst jetzt parallel noch eine Ausbildung zur Krankenschwester, spielst gleichzeitig leistungsorientiert Fußball ab Sommer bei der SVE, die sehr hohe Ziele verfolgt. Wie schaffst du auch diese Doppelbelastung? Also in erster Linie geht die Ausbildung ganz klar vor, aber ich spiele Fußball aus Spaß und ich weiß, dass es mit dem Trainerteam, die ich auch schon beide kenne, gut wird, dass ich weiß, dass sie mich unterstützen werden dabei, dass ich meine Ausbildung auch ordentlich absolvieren kann und auch genug Zeit zum Lernen und alles andere, was ich dazu brauche, bekomme. Und deswegen denke ich, dass ich das schaffe und ich die Auszeit, die ich vom Lernen brauche, auch im Training bekomme und ich dort Spaß haben werde und mal abschalten kann.